Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Ja, live im Studio der Fabian und all seine Stimmen. Außer Schweden nichts gewesen, so könnte man zwei am Alt von der Schweizer Nationalmannschaft von dieser Woche betiteln. Es ist, das darf man schon sagen, ein Gurkenspiel gewesen. Ja, Gurken sind von Ökobilanz her gesehen. Ja, Bastian Giro, grüner Nationalrat, wir arbeiten dann irgend bei einer anderen Sendung wieder an einer besseren Welt. Jetzt ist mal ein bisschen Trauerarbeit angesetzt. Nein, heute jetzt nicht. Nationaltrainer Wladimir Petkovic, wie geht es euch heute mit ein paar Tagen Abstand? Das ist schon gross, aber bringt jetzt nichts, Sand in den Kopf zu stecken, aber ich bin nicht zufrieden. Was, ihr seid nicht unzufrieden nach dem Spiel? Ja, aber ich vor der Meisterschaft wollte immer gesagt, werden wir nicht spielen, werden wir nicht schießen, Penalty und ausscheiden, und haben wir Versprechen gehalten. Absolut, ja. Aber was ändert die Zukunft? Neues System vielleicht? 4-3-4, 4-4-2, 4-3, weiss nicht. Werden wir offensiv spielen mit 1-1. Formation 1-1, also mit zwei Mannen? Spielen wir neu nur noch in Weltmeisterschaft der Welt von Tipkick. Kann man machen. SRF-Fußballmoderator Rainer Maria Salzgeber, wie gut ist denn eigentlich die Mannschaft wirklich? Haben wir uns vielleicht alle ein bisschen zu viel versprochen? Ja, heiter von Luther SRF WM-Datenbank ist die Nazi. Im Gegenteil, sogar eine der besten Mannschaften gewesen. Aber hallo, die Zahlen werde ich gerne sehen. Ja gut, sehr gerne. Die Schweiz hat 87% von allen Haarschnitten an WM selber gemacht. Das ist ein Rekord. Sie hat während dem ganzen Turnier insgesamt 8792 WhatsApp-Nachrichten verschickt. Davon sagen und schreiben über 45% mit Text. Das ist eine Steigerung von 34% gegenüber 2016. Und das ist beachtlich tatsächlich. Mich würde aber mehr interessieren, Rainer, wie die mentalen Qualitäten von dieser Nationalmannschaft wirklich und die Mannschaft hat Charakter, sie ist reif. Klar haben die Japaner ihre Garderobe blitzblank aufgeräumt, aber die Schweizer haben nach dem Ausscheiden sich ganz selber angezogen, ohne Hilfe die Schuhe gebunden, allein ihre Koffer gepackt und selber in den Flughafenkar abgetragen. Grossartig, fantastisch! Das ist tatsächlich eine reife Leistung. Ja, ich würde meinen, aber das ganze Trollenarbeit wegen dieser Nazis verstehe ich nicht, oder? Dennis Sass und Fußballfan Roger Federer, was würdet ihr der Nationalmannschaft empfehlen? Ja gut, meine, am besten würden die im Tennis spielen, oder? Ist klar, oder? Meine, die Schweizer Nazi würde in jedem Grand Slam Turnier ins Finale kommen. Ah ja, warum denn das? Ja, meine, bei den Schweizer Fußballer landet nie ein Ball im Netz. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Also, es läuft ja Fußball-WM, kann uns aus Schweizer Sicht unterdessen ein bisschen gleich sein. Gut geht's an Wimbledon, der legendäre Klassiker auf Rasen im Tennis. Der Roger Federer hat schon vor dem Turnier aber für Schlagzeilen gesorgt. Er spielt nämlich nicht mehr für Nike, sondern für ein japanisches Label für Uniqlo. Roger Federer, wie seid ihr zu diesem Deal gekommen? Ich meine, es ist ja kein grosser Unterschied, oder? Es können sowieso fast alle Kleider und Marken aus der gleichen Fabrik irgendwo in Asien, oder? Und im Grunde genommen ist nur der Kleber auf dem Dress ein anderer. Aber hey, ich meine, ich bekomme jetzt für jeden Socken von den Japanern, den ich anlege, 3,3 Millionen von Dollar. Und das ist auch okay, oder? Wenn es wegen diesen Polyester-Socken beim Rennen immer ein paar Funken gibt, oder? Es heisst, er hat den Deal für 300 Millionen Dollar können abschliessen. Okay, Roger, money can't run, sage ich nur. Roger, Kohle macht dich auch nicht jünger. Es mischt sich da einer nieder, Tennis-Experte Heinz Günther. In euren Augen ist der Monster-Deal von Roger schwierig. Absolut. Es geht auch bescheidene auf der Profitour. Ich erinnere mich an Colgate Vicks Medi-Night Tour in Rapid Falls, wo ich 1973 als Newcomer völlig überraschend gewonnen habe. Gereist bin ich aus Geldmangel neben sedierten Haustieren im Frachtraum von der alten Swiss Air. Als Ausrüstung habe ich einen Secondhand-Trainer aus dem Nachbarsim Tex-Aid-Sack gehabt und am Schluss hat jeder Spieler 10 Zahnpasta Müsterli mit Hause bekommen. Das waren Zeiten, nicht wie heute. Die Zeiten waren das, Heinz Günther, klar. Fröhliches Thema vielleicht. Diese Woche ist Bundesratsreisli, Schwurreisli von der Landesregierung. Im Kanton Freiburg ist man unterwegs. Bundesrat Johann Schneider-Ammann, wie hat es euch bis jetzt gefallen? Ja, ich als Bundesrat, aber auch als Mann unterwegs zu sein,
Nice, das war Wandern, aber niemand will mit mir laufen oder schwatzen. Auf der letzten Schulreise wurde ich sogar im Postauto vergessen. Das ist natürlich hart. Und fuhr alleine in das Postauto-Depot. Sahnen, das war nicht schön. Kann ich verstehen, ja, klar. Vor allem das Erwachen am nächsten Morgen. Wahrscheinlich seid ihr nachher gerade direkt arbeiten, weil wir Männer sind nämlich am glücklichsten, wenn wir, Achtung, Obacht, Vollzeit arbeiten. Jawohl, es stimmt also nicht, dass Männer sehr gerne würden Teilzeit arbeiten, mehr Aufgaben zu Hause übernehmen. Das zeigt eine aktuelle Studie. Und die sagt auch, je mehr Männer als Väter zu Hause sind, desto schneller sind sie unglücklich. Ich muss korrigieren. SP-Präsident Christian Löwra. Wir haben die Studie auch gemacht unter SP-Männern und von den SP-Männern 83% aller SP-Männer würden gerne auf Berufe verzichten und dabei nur daheim den Auswahl machen. 83%, das ist nicht extrem. Was ist mit den anderen 17% von den SP-Männern, weil die nicht für den Haushalt verantwortlich sind? Bien sûr, aber die finden keine Putzfrau, weil alle arbeiten schon bei den anderen SP-Ausmännern. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterretter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.